Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von uns, Pion und Dragisch. Und wenn ich von uns rede, da meine ich endlich mal wieder mich und Richie. Vereint. Ja, wieder vereint. Genau. Lange genug mussten wir warten. Jetzt geht's endlich wieder los. TPL Season 3. Genau, es hat sich einiges getan. Es gibt jetzt zwei Divisionen. Draft und so, alles durch. Findet ihr auch auf dem Kanal hier. Teambewertung, ebenso auf dem Kanal. Kadervorstellung, ebenso auf dem Kanal. Ja. Einiges zum Durchklicken. Aber wir sind jetzt schon beim ersten Spieltag. Das ist unser Team. Ja, willst du was sagen? Oder? Ja, weil Reiser achtfache Eisresistenz. Shoutouts an Mauri, der das Teambuilding-Video hochgeladen hat. Und witzig. So. Aber heute soll es ja um das Team gehen, wogegen wir uns preppen, nämlich gegen dieses Team von den Handballfreaks. Ja. Genau. Kader-Bewertung ist ja schon durch, oder Kader-Ranking. Ja, genau, also das meinte ich vorhin, sorry, ja. Ja. Wir wollen dann jetzt nicht zu viel verraten, aber die haben recht gut abgeschnitten. Schaut gerne mal vorbei. So. Ja. Das Team hat uns vor sehr große Probleme gestellt. Vor allem haben wir ziemlich große Angst vor Mega-Sterox, weil es macht natürlich Sinn, aber ohne die HPs ist es nicht so leicht, an dem vorbeizukommen, und der macht unserem Team offensiv große Probleme. Despotar, spezialdefensiv, haben wir bei einigen Kikes gesehen, macht uns auch sehr viele Probleme. Und für Vishu haben wir nicht so viele Switch-Ins. Ja, für Simsala auch nicht und für Raikou auch nicht. Ja gut, aber Raikou finde ich nicht so schlimm. Ja, Slurpuff auch noch ein großes Problem, wenn der irgendwie Belly Drum hat. Dann könnte das ein sehr peinlicher Sweep gegen uns werden. Ja. Ja. Wo wir uns aber ziemlich sicher sind, ist, dass Apollo nicht mitkommt. Ja, ich finde den nicht gut. Denn wir haben auch zwei Pursuit Mons, die den ziemlich sicher immer rausnehmen. Generell, ja. So das C- und D-Tier sehe ich eigentlich weniger. Also wenn die mitkommen, dann kommt halt was anderes nicht mit. Und ich denke, das hilft uns dann. Natürlich kann der Hund im Sand ziemlich gut sein, und Turtonator ist eigentlich auch ein recht guter Heatran-Switch-In, solange wir keine Earth-Power haben. Ja. Aber sonst... Oder Mantax. Wir haben ein paar. Ja, bei der Defensive, die ist noch erträglicher ja. Als deren Offensive. Die Rollen sollen ja. Ruhig Defensive-Mons mitnehmen. Dann, das ist nicht so schlimm. Schlimm ist eher die Offensive. Aber wir können schauen, was wir mitgenommen haben. Genau. Erste Baustelle war nämlich jenes Sherox. Und da hatten wir in Anführungsstrichen nur ein Switch-In. Willst du? Ja. Also Heatran soll das Sherox aufhalten. Wir haben die Choppleberry, also die Antikampfbeere drauf, damit wir eben den Superpower, den sie dann, wenn sie Sheos mitnehmen, was sie wahrscheinlich tun werden, auf ihn drauf haben, weil Heatran halt recht offensichtlich ist. Dann haben wir halt die Choppleberry, um es danach mit Lavasturm rauszunehmen, vorausgesetzt es trifft. Und ja, deswegen auch das defensive Investment, um eben die U-Turns besser tanken zu können, um die Superpower von einem Sheox tanken zu können, nach einem Bullet Punch zum Beispiel. Und generell Heatran mit dem Starttypen natürlich eine Resistenz für viele Sachen. Lavasturm ist eine geile Attacke mit den 12% Chip, wenn es dann trifft, wenn du irgendeinen Mon hittest damit. Und Lichtkanone haben wir dabei für Mons wie Slurpuff, damit es sich nicht einfach aufsetzen kann. Und da hilft die Jumpbell auch für den Drain Punch, falls es sich setupen möchte. Oder für Despotar. Und ansonsten haben wir halt für die Wards wie Mantax zum Beispiel Toxin und die Tarnsteine, weil die Gegner eine ziemliche Rockschwäche haben in ihrem Team und Tarnsteine sich deswegen anbieten. So sieht's aus. Anbieten tun sich auch T-Spikes, und dafür brauchen wir Omod. Ja, Omod hat jetzt nicht das
allerkrankeste Matchup. Aber er soll halt die T-Spikes rausbringen. Deswegen haben wir ihn in einer sehr ungewohnten Rolle, nämlich als Supporter. Neben den T-Spikes haben wir noch den Rückenwind. Wir haben Ruheort für Langlebigkeit und Kehrtwende für Momentum. Und da wir keine offensiven Moves haben außer Kehrtwende, haben wir einfach alles in die Verteidigung gemacht. Wir checken recht stabil noch den Pflanzenstarter von denen mit dem Grasfeld. Ich weiß den. Chimsticks, aber den deutschen Namen habe ich auch schon wieder vergessen. Aber ich denke. Chimsticks ist der deutsche Name. Chimsticks ist der deutsche Name. Dann, was tanken wir noch? Scherox tanken wir eigentlich ganz gut, wenn er nicht so ein SD-Set ist, aber wir machen halt selber keinen Schaden. Genau, und die Boots halt, damit wir selber keinen Tarnstein-Schaden bekommen. Achso, Mienshou checken wir eventuell, aber auch da können natürlich wieder Moves sein wie Steinkante und Akrobatik. Ja, ich denke, wenn er die T-Spikes rausbringt, dann hilft uns das schon. Denn, wie ihr im Teambuilding gesehen habt, oder in der Kaderübersicht eher, die haben keinen Mon, was die T-Spikes absorbiert. Ja, nur Apollo, der ist Levitate. Genau. Und kommt wahrscheinlich nicht mit. So, das war unsere Defensive. Jetzt kommen wir zum Mittelfeld. Mit einem der Mons, auf die ich mich sehr freue diese Season, nämlich Zapnarang. Darf gleich seinen ersten Einsatz haben. Ja, mehr oder weniger das Pew-Leather-Standard-Set. Die Attacken weichen natürlich immer wieder mal ein bisschen ab, aber Offensivweste, Zapnarang, die beiden Items gehören einfach zusammen, also die beiden gehören einfach zusammen. Und ja, also volle KP, bisschen Angriff im Westman mit hartem Wesen, damit wir auch wehtun. Und bisschen Spezialverteidigung, damit wir eben sowas von Raikou recht gut tanken. Und der Sinn hinter dieses Sets ist, wie ich gerade eben schon gesagt habe, Raikou tanken zu können und mit physischer Offensive zurückzuschlagen, damit dann eben Assault Best User oder Raikou mit Core Mind Setup nichts gegen uns tun kann. Wir sind auch in Simsilla-Check und mit den Attacken Donnerschlag, Abwehrtyp, Abschlag und Kehrtwende treffen wir eigentlich alles sehr gut. Abwehrtyp ist natürlich für Despota zum Beispiel auch gut oder um eben im Raikou-Wombi-Won gewinnen zu können. Es macht genug Schaden, um Raikou Sub zu brechen, wenn es ein Subset ist. Und der Abschlag für sowas wie Simsilla halt. Ja. Das ist es. So, dann. Wir wandern immer weiter in die Offensive. Unser Ravigator ist dabei. Ja, wir haben panische Angst vor Despotter. Und wenn der Bandit ist, haben wir da eigentlich keine Switch-Ins. Ravigator resistet immerhin beide Steps. Aber da kann trotzdem sowas wie Superpower kommen. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht, aber vermutlich sehr viel. Ja, wahrscheinlich zu viel. Genau, wir haben dennoch den Bedroher. Um den Angriff zu senken, wir haben sehr viel KP-Investment und wir haben so viel Init, dass wir schneller sind als... okay, ich weiß es nicht mehr. Fullspeed Despota, oder nicht? Ja, das, war das kann nicht so sein. Jolly Fullspeed Despota? Oder glaub, vielleicht die 80er, ich glaube... Oder Bistbark. Ja, genau. Bistbark, ja. Element Bistbark. Das ist sehr gut möglich. Und den Rest dann noch in Angriff. Also wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Angriff und KP. Genau, und wir haben ein interessantes Set, nämlich mit der Pferdestärke, da das Grasfeld durchaus aktiv sein kann. Und Dark Lariat, oder wie auch immer das heißt, als Moves, die Schaden machen. Und Delegator und Protzer, da können wir uns gegen gelocktes Despotter aufsetzen oder gegen... andere Mons. Ich sehe die gerade nicht, deswegen vergesse ich mal den halben Kader. Gegen Specs Raikou zum Beispiel, wenn wir das richtig predikten und im Donnerblitz reinwechseln. Ja, und selbst Keifel macht uns nach Intimidate eigentlich wenig Schaden. Und wenn wir plus 1 sind, 2-Hit-KO, wir sogar für Steph Mantax. War so, oder? Ja. Ja, der kann schon viel Work machen. Viel Work machen soll auch unsere Offensive, also noch offensiver. Ja, genau, also auf dem linken Flügel unterwegs, Mega Aerodactyl mit der Krallenwucht. Mehr oder weniger das, was ein Aero fast immer macht, also ein Mega Aero. Es ist schnell, es tut weh und es ballert. Also voller Angriff,
Init mussten wir nicht so viel spielen, weil die Gegner jetzt nicht wirklich viele schnelle Pokémon haben. Und wenn sie einen Scarf spielen, kommen wir da eh nicht ran. Also wenn die jetzt sowas wie Scarf Raikou mitnehmen. Und 108 Verteidigung ist dafür da, um einen Bullet Punch von Scissor eventuell halt tanken zu können. Zu einer ziemlich guten Chance. Und mit harten Wesen und den Attacken Steinkante, Eisenschädel, Verfolger und Feuerzahn treffen wir alles im Gegnerteam sehr, 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 sehr gut. Eisenschädel ist sogar ein Turret KO auf einen Pillowswine, wenn es Full KP spielt, Evolite. Und es hilft uns auch gegen sowas wie Slurpuff. Es hilft uns auch gegen sowas wie Despotar. Und die Steinkante trifft ansonsten, wie ich eben erwähnt habe, das restliche Team sehr gut. Und Verfolgung ist für sowas da wie Simsalar, also Feuerzahn für Sherox. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Also der trifft auf jeden Fall alles sehr gut und mit der Fähigkeit tut es auch richtig weh. Und ja, das hat ein gutes Matchup. Bis auf Sherox. Das ist natürlich nicht geil mit dem Bullet Punch. Ja, generell haben sie sehr viele Prios, aber deswegen ja ein bisschen Verteidigungspunkte. Ja. Ja, und dann unser Mittelstürmer, das coole Machomai. Auch wahrscheinlich das Standard-Leather-Set mit dem Hitze-Op, nee, wie hieß es? Heiß-Op. Flame-Op, ich sage einfach Flame-Op. Ja. Ja, wir haben ja Omot mit dem Rückenwind. Und wenn Omot den Rückenwind rausbringt und wir dann danach mit Machomai durchstarten können, das tut richtig weh dem gegnerischen Team. Wir Two-Hit-KO'n eigentlich das ganze Team. Je nachdem, wie gut die Gegner predikten, müssen sie weniger abschmeißen. Ja, Feuerschlag für Sherox und Patronenhieb für Prio und Fassade Nahkampf, da gibt es selten Switch-Ins. Außer Geister vielleicht. Aber Apollo stirbt auch am Feuerschlag. Ja, der stirbt nach Adrenalin am Feuerschlag. Genau. Ja. Ja, gut, dann noch einmal die letzte Folie, I guess. Ach ja, da kommt ja noch was. Ja, wir sind ja Fußballtrainer. Und ich glaube, kein Trainer kommt weit mit so einer Aufstellung. Aber ja, so in etwa sieht das dann aus. Da hat sich der Jürgen Zwirklub was ganz Feines überlegt. Also die Flügelzange auf der linken Seite, rechts reicht Omot alleine. Der hat da gemeint, er braucht keinen Support. Und die Mitte, die ist ganz klar der Schwachpunkt vom Gegner. Deswegen müssen da gleich drei Mons rein. Also ja. Aber das war das Teambuilding und dann hoffen wir natürlich, dass ihr dann gleich auch beim Kampf dabei seid. Und von meiner Seite aus schon mal bis gleich. Ja, bis gleich. So, da sind wir im Kampf gegen die lieben Handball-Freaks, Mauri und Willi. TPL Season 3. Ja, Juhu. Beginnt. Es beginnt, Leute. Erster Spieltag. Wir haben ja die ersten zwei Spieltage immer, also die letzten zwei Seasons immer am ersten Spieltag 6-0 gewonnen. Jetzt werden wir 6-0, nein, natürlich gewinnen, nicht verlieren. Wir werden nicht 6-0 gewinnen, das ist völlig unmöglich. Wie ihr im Teambuilding gehört habt, wir strugglen ja schon ein bisschen mit dem Matchup. Ja. Ja, aber was haben sie denn mit? Also die haben keinen Despotar mit. Kein cool. Despotar ist ja schon mal ganz schön nice. Für Ero und Venno. Kein Simsala. Weil wir. Auch nicht. Da hat sich unser Pursuit Trap. Ja. Unser gelohnt. Pursuit Prep. So rum. Richtig gelohnt. Okay. Also, Keifel hat die Rocks. Wie immer. Und Mantax ist die Defolge. Sie haben kein Slurpuff mit. Das ist richtig gut. Da fällt schon mal die Option weg, dass wir völlig sinnlos gesweept werden. Also von Chimsticks verstehe ich noch nicht ganz. Kein Mann hat Unburn. Aber Chimsticks ist gar nicht mal so bad gegen uns. Wir haben halt Omot. Ja. Gut. Dann. Was lieben wir jetzt, ist die Frage. Keifel wäre und. Also, die haben eigentlich nur zwei Lead-Möglichkeiten, meiner Meinung nach. Erster Lead, Wishu. Zweiter Lead, Keifel. Dritter Lied, Scarf Raikou. Vierter Lied, nein. Sherox, um die fucking Mega rauszukriegen. Raikou macht keinen Sinn, solange wir einen Crook haben. Das werden sie sich nicht machen. Und Sherox ist ist ein Mon, was du auf Turn 1 eigentlich nicht unbedingt gleich drin haben möchtest. Deswegen,
es wird Keifel oder Wishu sein. Und wenn es Wishu ist, dann ist es wahrscheinlich ein Scarf Wishu. Und wenn es Keifel ist, dann ist es halt The Rocks. Jetzt halt die Frage, was ist gegen Wishu und Keifel gut? Bug on Truck, oder? Omot. An sich? Ja. Leute, ich hoffe, ihr feiert unsere Spitznamen. Wir haben uns wieder sehr viel Mühe gegeben. Ich guck gerade noch ein ganz kurz. Bug on Drug wäre eine Möglichkeit. Dann können wir die Toxi-Special mal rauskriegen. Mhm. Sollen wir dann damit leaden? Jo. Weil der hat eigentlich kein richtig beschissenes Matchup. Gut, mache ich. Cool. Die überlegen noch? Ja, also meine Vermutung ist, dass sie mit Wishu leaden. Kann schon sein. Aber Stone Edge sollte uns ja nicht killen. Einfach aus dem Grund, warum sollten sie es nicht tun? Unsere beiden Rocker sind schwach gegen Wishu. Und wie heißt, mit Ero werden wir nicht leaden. Also, und die werden höchstwahrscheinlich Scarf spielen. Deswegen, das glaube ich. Also mein schlauer Kalk sagt, ich habe hier noch das Fenster offen, wieso? Stone Edge macht gegen Venomoth 61 bis 73. Okay. Das wäre noch okay. Nicht schön, ja. Aber... Aber wenn sie dann allerdings live auf oder so sind, dann ist das schon was anderes. Aber wir bleiben dabei. Aber gut, dass die Gegner überlegen. Dann haben sie sich kein Lead zurechtgelegt. Die haben nämlich auch sehr viele Optionen. Oh Mann. Ja, fangen wir schon mit den Leads an. Also, ja. Ich sollte was über Bachelor erzählen, wenn wir warten müssen. Ne? Mann, den Joker wollt ihr doch später ziehen. Wir sind noch am Anfang. Ja. Ich wollte erstmal erzählen, dass ich mich sehr freue, wieder mit dir hier zusammen zu kämpfen. Das fühlt sich an, ja, ich freue mich auch. Es fühlt sich an, als hätten wir schon ewig keinen Kampf mehr gemacht. Ich weiß nicht, wann war dieses äußerst geniale Spiel um Platz 3 der TPL Season 2? Ist bestimmt schon 2 Monate her, oder? Ja, 1,5-2 Monate, glaube ich, ja. Wann war denn das? Nach Weihnachten auf jeden Fall. Oh, es geht los. Mien Chao. Da ist es. Ist das jetzt gut oder nicht? Ja, also wir scouten jetzt einmal den Schaden. Also gehen wir jetzt auf Toxic Spikes. Okay. Ich glaube, da. Nein, du drückst. Also, du nimmst auf. Du, ja. Cool. Dann ich Kalk auch nebenbei. Choice Band. Killt uns. Aber lieben die mit Choice Band mir in Schau? Nee. Hoffe nicht. Wir können auch ein Switch-Out in Krug machen. Aber nee, dann machen sie U-Turn. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie wichtig denen als Stone Edge war auf mir in Schau. Das ist zumindest eine Möglichkeit, Aerodactyl zu treffen. Ja, das boxt auch mit Klos Combat um. Das ist richtig. Ich kann ja nicht in deren Kopf hineingucken. Ja. Aber wenn sie Scarf Mienschau spielen, dann um schneller zu sein als Aerodactyl. Und dann würde sich... Ich weiß nicht, was der noch so kann. Wir könnten natürlich auch auf Tail 1 auf Tailwind gehen. Ich habe jetzt T-Spikes einfach gedrückt. Ja, ist besser. Ich bin der Meinung, die klicken jetzt eh wahrscheinlich auf Yuta. Die sind niemals Bandit. Was wollen die mit Bandit? Dann wäre Starmie schneller. Dann wäre Shooter. 16%. Live Orb. Ja, guck. Oh, das war knapp. Der hätte vielleicht mit Stone Edge rausnehmen können. Ja, es ist aber Live Orb Mienschau, also das Klassische. Und 16% U-Turn ist ganz normal Jolly, Full Offensive. Okay, also kalkst du und dann muss ich die Zuschauer nicht mit den Kameras... Wobei, es ist die absolute Low-Roll gewesen dann, wenn sie Full Attack Investment spielen. Also ist eine Wahrscheinlichkeit für Adamant da. Nee, warte, ich habe das falsche Pokémon beim Kalken. So, jetzt. Nee, ist normale Roll gewesen. Es ist höchstwahrscheinlich sind sie sogar Adamant, ja. Adamant Live Op.
Aber dann sind sie nicht scarf. Das ist schon mal nice zu Ja. wissen. Also offensichtlich. Ja. Also Jolly Life Orb kann auch sein, aber da hätten sie eine absolute High Roll getroffen gerade. Eine richtig absolute High Roll. Deswegen glaube ich eher nicht. Eher Adamant. 15,3 bis 17,9. Jetzt habe ich auch mal geguckt. Ja. Wenn ich schon mal die Zeit habe. Adamant Life Orb. Okay, der soll einfach nur mies böllern. Ja, und 309 Speed bedeutet, er ist schneller als alles außer Ero. Schade. Der wird nach echt zum Problem. Gegen den haben wir uns nämlich ein bisschen undertrapped. Ja, true. Ach, wir kriegen das schon hin. Ich Ja. denke mal, der wird noch Poison Jab haben für Quenzel, Krambo. Close Combat, Vile, Kampfmove und Stone Edge. Und wie viel macht eigentlich Aero gegen den? Der macht's. 71 bis 84 mit Iron Head. Holy Ja. shit. Okay, Geht den. eigentlich. Aber mir schauen halt Regenerator, ne? Also der wird immer mit vollem Leben wieder reinkommen. Ich will schon. Lebt Crocodile nach Intimidate? Also wir können uns jetzt aber fast komplett sicher sein, dass das ein Scarf-Raikou ist. Hm. Cool, da haben wir dann spannende 50-50s mit. Mit wechseln wir in Electros und fressen jede Attacke gut oder wechseln wir in Ravigator und fangen die Ja. Elektroattacke ab. Freue ich mich. Ja, also außer die spielen keinen Scarf, aber das macht, glaube ich, gegen Ero, Mega Ero schon Sinn. Also Venomoth müssen wir uns wirklich noch aufheben. Die sehen jetzt, dass wir Ja. wahrscheinlich voll physisch defensiv sind und wundern sich, was das machen soll. Ja, und guck mal, hier Shoutouts an Tirety und bla bla, die mir unter den Kommentaren immer schreiben, ich soll mir mehr Zeit nehmen für die Kämpfe. Jetzt habe ich alle Zeit der Welt, weil diese Kämpfe werden eh wieder ein bisschen dauern. Also. Ha, wir schneiden dann fleißig. Ich möchte da ja auch niemanden kritisieren. Es ist Ja. ja richtig, sich Zeit zu lassen. Ja. Aber in der Solo-Liga geht das natürlich ein bisschen flotter. Richtig, wir sind einfach zu sehr auf einer Page. Wir haben schon zu viel geleddert zusammen. Bei uns dauert das nicht so lange. Wir müssen mal wieder laddern. Ich bin ein bisschen raus aus dem Business. Ja, same, aber ich habe jetzt auch gerade ein bisschen wenig Zeit in letzter Zeit gehabt. Deswegen freut es mich, dass wir jetzt die Zeit gefunden haben, jetzt einen Kampf zu finden. Aber ich bin ja gerade ein bisschen eingespannt, arbeit-wise. Deswegen habe ich meine Abende immer kurz und knackig durchgezogen. Oh, cool. Ja, bei uns ist jetzt die Inzidenz zum Glück nicht mehr so hoch. Wir sind jetzt Ja, bei immer. uns geht ja auch was. Wo seid ihr gerade? Lass mich schauen, live nachgucken. Also, ich habe viel Zeit auf Arbeit. Ich gucke da hin und wieder mal nach. Ja. Wir sind irgendwo bei 70 oder so. Unsere Dinger ist gerade bei. Letzte Zahlen sind Montag, vom Montag 1.3. Bei 50 im schlimmsten Stadtteil. Okay. Übrigens ist es was passiert. Ja, Chimsticks kommt. Und Und der das hat ist die Grasbeere great. gehabt. Ja, dann hat er Akrobatik. Ja, vermutlich schon. Das gefällt mir Aber jetzt nicht. töte doch nicht ohne Item von den Chimsticks. Ich weiß nicht. Aber. Wie heißt denn der auf Englisch? Ich dachte Chimstick. Wacky. Wacky gegen unser Venomoth. Und er hat kein Item. Und sagen wir mal, er hat Akrobatics dabei. 50 bis 60%, wenn er Jolly ist. 60 bis. Nein, es tötet ihn nicht. Auch wenn er Adamant ist. Wir könnten also hier entspannt auf U-Turn gehen, eigentlich.
Goethe macht immer noch guten Chip, auch wenn sie plus Defense sind. Macht immer noch 40%. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Wir verlieren dann halt guten Switch-In in Mienschau, aber vermutlich prügelt er uns eher einfach um. Ja. Und was es kann sein, dass wir jetzt halt schneller sind, ne? Wir könnten auch in Heatran wechseln, weil der wird doch jetzt niemals Drain Punch machen. Nee, deswegen, lass uns jetzt U-Turn drücken und wenn wir schneller sind aus irgendeinem Grund, dann können wir immer noch in Heatran gehen. Okay, also U-Turn einfach. Ja, würde ich sagen. Ich glaube, es kommt ein Schwertanz, aber... Weil die haben jetzt gekalkt, dass wir voll physisch defensiv sind und dass die leben. Ja, aber warte, ein Bugbuzz. Bugbuzz macht 80 bis 101% ohne Investment in Special Attack. Stabil. Also U-Turn einfach. Ja. Wir sind schneller. Okay, dann will ich trotzdem in den Heatran, oder? Ja, ja. Wow, die haben ja null Speed. Akrobatik kommt. Das ist okay. Okay, warte mal. Wir haben die Chopper, Barry. Bug of Dickens hat 222 Speed und wir haben auch 222. Das heißt, wir sind jetzt ebenso schneller. Oh, das war ein Speed High, aber das glaube ich nicht. Das heißt, wir... Ach, wenn wir jetzt Magma Storm drücken, kommt doch einfach Mantax rein, oder? Ja, dann können wir es ja immer noch Toxen und Magma Storm macht Chip mit 12%. Hast recht. Also Magma Storm, let's go, oder? Ja. Die haben übrigens keinen Burn bekommen durch Akrobatik. Hex. Ich habe Magma Storm gedrückt. Ja, die drücken jetzt wahrscheinlich Drain Punch oder sowas oder gehen halt raus im Mantax. Aber die haben halt keinen Magma Storm Switch. Wir könnten auch Stealth Rocks drücken, aber ich würde erstmal lieber Mantax weg haben und dann können wir auf Hazard spielen. Richtig. Und mit einem Toxin auf Mantax hätten wir halt schon mal einen Timer auf dem Defogger. Das wird natürlich auch nice. Und die haben auch keine Möglichkeit, mit Heal Bell oder sowas das zurückzuholen. Also wir sind gerade in einer guten Position. Ja, das Early Game war nicht so furchtbar, wie ich das Matchup mir vorgestellt habe. Bis jetzt haben wir es solide gemacht. Aber kann dann einiges passieren. Zum Beispiel Magma Storm Miss. Du beschwörst es auch rauf jetzt, ne? Niemals. Ja, kann passieren. Ist halt Pokémon dann. Hat aber auch eine katastrophale Accuracy, also so ist nicht. Ha, 75, stell dir vor, du... Du kannst auch Focus Blast drücken. Das hat nur 70, ist noch schlimmer. Na. Ach, stell mir... Ach nee, keine Ahnung, mir fällt gerade nichts vor. Nein, ach komm schon. Low Kick. Burn. Wieder kein... Wir sind immer noch schneller, das Play bleibt das gleiche. Das nervt mich jetzt. Okay, mag, oder killt eigentlich Flash Cannon? Höchstwahrscheinlich nicht. Weil nein. Magma Storm, next try. Warte. Können für dich gucken, aber... Nee, die Flash haben... Flash Cannon, macht nicht. Wenn sie nicht viel Speed haben, müssen sie ja viel... Ja. Init. Ach, genau, viel KP haben, so rum. Mann, wieso treffen wir nicht? Das ist doch kacke. Die Season startet schon gut. Jetzt gehen sie halt safe in Mantax, aber... Ja, das wäre aber vielleicht sogar ganz gut, ja. Wir treffen den Unwichtigen. Ja. So, und jetzt Toxen. Ja. Toxen und danach gehen wir in Electros. Ich glaube, die werden uns einfach Defog drücken. Das wäre gut. Die könnten jetzt auch Scald einfach drücken, aber das wäre jetzt auch nicht so dramatisch. Toxin ist zu wichtig. Wenn Mantas toxinisiert ist, dann haben wir eine gute Karte. Das hilft dann unserem Machomai, unserem Aerodactyl. Achso, wir können ja mal gucken, wie defensiv der ist. Mantine. Oyo Defog. Genau. Da macht ein Magma Storm 14. Genauso viel. Ja. Also die sind auf jeden Fall nicht Special Defensive. So viel kann man schon mal verraten. Wenn sie full Special Defensive wären. Dann würden wir nicht mal 15% machen. Dann würden wir maximal 13 machen. Ja, also die sind für Steph.
Und Scald macht uns 40%, deswegen müssen wir jetzt nicht so viel Angst haben. Ist halt nicht geil, aber die werden es doch safe die T-Spikes wegräumen. Und das Grasfeld hilft uns gerade. Mantax profitiert davon nicht und sorry für die Hunde. Aber die rasten richtig aus. Ja, es hat geklingelt und keiner macht die Tür auf. Meine Mutter geht jetzt gerade. Ah, okay. Wir müssten eigentlich Mega Aero reinkriegen. Der sieht echt gut aus. Ja, aber ich finde, nach Chip sieht er noch besser aus. Richtig, aber... Also wir tweeten ja auch einen Keifel zum Beispiel mit Iron Head. Ist halt schon ziemlich insane. Und mit Champs, wenn Mantax weg ist, Burlock mit Champ, alles weg mit Close Combat. Du hast recht. Ja. Tailwind, Close Combat, dann haben wir Spaß. Ja. Da müssen wir nicht mal eine Sekunde nachdenken. Warte mal, was war der an Geist? Den haben wir doch... Ach, nee, Apollo haben wir eh nicht gesehen. Toxin, Scald, schade. Wir kriegen einen Haufen Schaden. Ist nicht so schlimm. So. Genau, jetzt jetzt könnten wir den Switch machen, weil jetzt werden die Roosten oder die Fog, eins und beim. Das heißt, wir gehen in Electros, oder? Jo, würde ich machen. Ja. Ich glaube, die werden jetzt einfach Roosten, jo. Ja, und jetzt würde ich einfach Knocken, oder warte, was ist deren Switch? Ja, Knocken für den Switch in von Pillow. Meinst du, die werden in Pillow gehen? Ich glaube, die werden eher Defog drücken, oder? Warte mal, ich würde... Guck mal, Wenn die jetzt Defog drücken, dann ist es tot, des Mantax. Das ist richtig. Aber wenn wir jetzt Knockoff drücken und die Defog drücken, dann verlieren wir schon recht viel. Aber wenn wir jetzt Donnerschlag drücken und die wechseln Keifel, dann können wir uns sagen, scheißegal, Keifel kriegt jeden Zug 12% Schaden und wir können einfach drinnen bleiben und Drain Punch drücken. Na dann. So würde ich das sagen. Und wenn... Ja. Könnte man vorstellen, dass Tracky reinkommt, gegen den drücken wir einfach U-Turn. Ja, mach Thunder Punch, ist okay. Weil wenn wir die jetzt hier raus scannen, dann wird das halbe Team vergiftet. Naja. Nee, ich verstehe den Play. Also an sich ist es ziemlich obvious, dass sie jetzt rauswechseln, aber dann haben wir verlieren weniger, wenn wir jetzt einfach auf Thunder Punch gehen. Also das verstehe ich. Toxic Spikes Pressure. Übrigens, das Pion Tage Special. Ihr kennt uns nicht anders. Ohne Toxic Spikes. Ich glaube, das würde nicht gehen. Wir müssen mal so die T-Spikes-Quote ausrechnen. Die liegt wahrscheinlich so bei 15% oder so. Und wie hoch so die T-Spikes-Quote aller anderen ist. Ja. Für die Statistik-Nerds unter uns. Ja, Xatu macht ja richtig gute Statistiken. Jo, ich bin auch so ein richtiger Statistiken-Fanatiker. Ja, Raikou kommt. Wird vergiftet und kriegt wenigstens ein bisschen Chip. Okay, sind wir nicht Raikou? Aber warte, drück einfach Drain Punch. Warte mal, was ist passiert? Raikou, das war irgendwie ganz schön viel Schaden. Raikou hat von Electros, weil Electros ein Beast ist, 25. Ist eine Midroll, wenn sie einfach normales, offensives Raikou sind. Krass. Hä, aber wir haben doch jetzt null Grund, hier rauszuwechseln, oder? Nee, haben wir auch nicht. Ich würde sagen, einfach Drain Punchen oder Knockoffen. Also eins von beiden. Oder U-Turn. Wir könnten auch jetzt. Ich glaube. Warum? Weiß ich nicht. Also, bevor wir U-Turn, würde ich dann lieber Knock drücken. Weil wir haben absolut gar keinen Grund, rauszuwechseln. Und Knockoff, wenn der jetzt nochmal doppelt switcht, macht Knockoff wie in einem das Item weg. Oder Drain Punch und wir heilen uns wieder zurück. Also, wenn ich die wäre, würde ich. Die sehen jetzt, oh, der ist ein bisschen physisch offensiv. Also wird er vielleicht keinen Flammenwurf haben. Ich sag, die machen jetzt Voltwechsel in Scissor oder sowas. Dann kannst du das Drain Punch einmal drücken. Okay. Und wenn Raikou offensiv ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es Scarf ist. Ja, also Raikou macht absolut 0,0 gegen dieses Electros. Kann man Raikou physisch spielen?
Eigentlich nicht, oder? Nein, nein! Das ist gut, du nimmst mir die Angst. Aber selbst dann sollte man alles so... Also man kann es bestimmt jetzt Madman sie das physisch spielen, aber nicht am ersten Spieltag einer Liga, wo du möglichst professionell spielen möchtest. Guck mal unsere Sets an, die sind auch nicht so professionell. Random of Fistev, der hat physische Verteidigung von 60 oder so. Stimmt, aber du musst auch überlegen, sowas wie Serapentra wird auch Fistev gespielt mit demselben Typing. Keine Ahnung, wie man den spielt. Den hatte ich weder auf der Ladder noch... Also Serapentra wird als Sweeper gespielt, aber auf Ladder wird auch oft als T-Spikes-Leger Fistev gespielt. Na gut. Wenn du halt keine Angriffe hast, dann bringt es halt auch nichts, einen Angriff zu investieren. Ja, und du hast halt eine vierfache Kampfresistenz. Das ist halt auch nice. Das stimmt. Ah, sie überlegen. Also ich denke, die machen Voltwechsel in Scizor. Und wenn Scizor kommt, dann drückt man einfach U-Turn. Dann haben wir ja gar nichts zu verlieren. Und dann können wir wieder in Heatran gehen. Rein theoretisch hätten wir auch den Fire Punch noch haben. Können wir, wenn der Fire Punch... Ja. Ach, okay. Ja, dann ist es nicht safe, dass sie in Scizor gehen. Okay. Elektros setzt die absolut unter Druck, solange sie das Set nicht kennen. Das ist ja das Geile an Elektros. Komplett underrated. Wahrscheinlich nicht. Ja. Viele wissen das. Warte, gar nicht. Ich weiß nicht, wer das war. Irgendjemand hat unser Video geschrieben, er hat keine Ahnung, was Elektros überhaupt macht. Ich glaube, das war Tim. Nicht unter unserem Video, aber in seinem Video über die Kader. Burn? Gott. Nein. Alter, der Burn wäre mir völlig Wurst. So. Jetzt könnten wir einmal knocken. Wir töten so oder so, oder? Oder scrollen, Terrain Punchen einfach nochmal. Tja, die wollen uns verbrennen, damit wir keinen Schaden mehr machen, aber ich glaube, da könnte es Schlimmeres geben, oder? Ja, ich habe jetzt halt keinen Bock, irgendwie rauszuwechseln. Wenn Raikou weg ist, dann ist das alles, was ich will. Naja. Ich würde Terrain Punch machen, einfach für minimale Heilung und... Okay. Ob wir jetzt... Ja, ich glaube, das macht nicht viel Unterschied, aber wie du schon meintest, Terrain Punch trifft alles neutral. Ja. Außer Mantax, und Mantax hat Angst vor Thunder Punch, also alles gut. Exactly. Gut. Ja, die wollen jetzt den Burn fischen, weil sie merken, ohne den Burn macht Elektros denen viel zu viele Probleme. Der Burn wäre schon echt schade. Gut, es wäre zweimal 30% sind auch immer noch nicht so hoch. Also, muss man noch dazu sagen. Es war ja nur einmal. Ach so, nee, doch. Oder was meinst du? Ich meine, die Chance, dass er von allen, dass er burnt nach zwei Scrolls, ist immer noch nicht hoch, eigentlich. Rein theoretisch. Die ist 0,3 mal. Nee, das funktioniert so leider nicht. Nee? Mhm. Also, man bräuchte so ein Baumdiagramm und dann. Geht so 0,3 und 0,7 ab und du nimmst alle Pfade außer zweimal genau. 0,7. Da bin ich jetzt zu faul zu rechnen. Nee, zweimal 0,3 meinst du, weil es kommt halt 30% zu burnen. Aber die nicht. Wir wollen ja nicht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es zweimal burnt. Genau, deswegen man müsste so ein Baumdiagramm zeichnen. Habe ich halt auch keinen Bock drauf jetzt, aber. Also 0,7 mal 0,3. Ja. Macht dann 0,21 oder so. Macht das Sinn? Vielleicht. Aber dann hast du ja noch nicht alle Pfade, oder nicht? Das ist richtig. Und das muss man dann zweimal nehmen. Und dann... Ach, keine Ahnung. Okay, bitte nicht? Ah, okay. Burn. Also. Schade war's. Wir haben's drauf angelegt. Ja, ist okay. So, was machen sie jetzt? Aber Electros war für Simsala da und für Raikou. Und beide sind nicht da oder schon weg. Das heißt, wenn jetzt in Mienshou gehen, da will ich aber drinnen bleiben. Weil was sollte jetzt noch... Ich meine, das ist natürlich nice to have. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt unentbehrlich wäre oder sowas.
Ja, der Burn ist wirklich schade, aber hätten wir hier rauswechseln können? Ich glaube nicht. Also wir hätten schon rauswechseln können, aber es wäre halt ein bisschen unnötig gewesen. Ja, aber was ist unser Stall-Switch-In? Nein, theoretisch mit Champ, weil wenn der geburnt wird, ist es nicht schlimm. Und dann hätten wir ja, Bullet Punch kriegen können. Stimmt auch wieder, aber... Naja, jetzt ist es halt so, wie es ist. Ja. Wie viel kriegt eigentlich mit Champ von Mien Shao? Geht. Also bestimmt nicht wenig, aber... Close Combat macht 92 bis 109. Ja, Adamant ist ja. 101 bis 119. Okay, also es killt ja uns safe. Das ist wirklich ja hervorragend. Also Mien Shao, gegen den sind wir echt super gepreppt. Und wie viel macht der gegen Electros? 87 bis 103 mit Close Combat. Hm. Hört sich alles super an. Ja, und Oma, das ist unser einziges Switch. Und für den werden sie auch irgendwas haben. Eventuell. Wir müssen eigentlich... Aber guck mal, wenn wir jetzt den Tailwind rausbringen... Ja. Und mit Machomai irgendwie hantieren, das könnte lustig werden. Weil die haben noch ein paar Prios mit... Tracking, aber der Burn ist ärgerlich. Der Burn ist, also der Burn ist jetzt nicht spielentscheidend oder sowas, aber wir haben auch dafür gefischt. Aber das ist natürlich schon unlucky, weil wir jetzt höchstwahrscheinlich damit das Mantax nicht mehr bedrohen können. Oder? Scissor. Scissor kommt. Ja. Da würde ich einmal U-turn, oder nicht? Ja, wenn der Schaden kriegt, ist mir das jetzt auch egal. Ja. Und wir sind safe langsamer, außer die spielen nicht volle EVs oder IVs. Ich drücke einfach U-Turn, okay? Ja, dann ist halt die Frage, was machen wir, wenn jetzt Schwerttanz gehen? Und die sind schneller als wir. Ich bin selber auf U-Turn. Und die haben ziemlich was, 52%. Ist mega. U-Turn. Was? 52 bedeutet, die sind Full Attack Adamant. Ja. Full Attack Adamant. Okay, ich überlege noch, ob das gut oder schlecht ist. Das heißt, höchstwahrscheinlich sind. Also, da ist jetzt die Frage: Sind sie Full Speed auch noch oder? Nee. Okay, Mantax kommt. Wow. Heftiger okay. Schaden. Oh, wir könnten jetzt äußerst riskant sein und in Aerodactyl gehen, falls wir überhaupt killen. Aerodactyl gegen Mantine. Stone Edge macht. Gegen Full Fist of Mantine 90 bis 104. Oh Mann, und wir müssen dann wieder treffen. Ne, 89 bis 105 macht er bei mir. Ja, aber das ist Tüll auf jeden Fall. Also würde ich sagen Aerodactyl, oder? Machamp würde nicht töten. Ja, oder wir gehen in Machamp, aber dann kriegt er einen Defog raus. Habe ich keinen Bock. Ich auch nicht. Oder wir gehen in Crook und drücken Sub. Mhm. Wie viel macht Crook mit Darkest Lariat? Wahrscheinlich nicht viel. 30. Ich glaube dennoch, Aerodactyl ist unser Play, oder? Ich meine, wir riskieren echt viel, ja, aber... Aero. Wir erleben ja auch einen Burn. Ach, genau. Ein Scald, meine ich. So. Der Pressure ist wieder... So, und jetzt will ich so. Megan und Stone Edge. Blind für Stone Edge. Das böllert alles weg. Ja. Mann, unser offensives Matchup ist irgendwie viel besser als erwartet. Wir haben geile offensive Mons, nur unsere Defensive sackt. Aber wir haben offensive Mons, die wir auch gerne defensiv spielen können. Genau, das ist ja halt die Sache. Boah, ich bin halt so durstig. Das glaubt man gar nicht. So, ich hoffe, die haben nicht die Anti-Gesteinsbeere. Das wäre natürlich krass. Ja. Aber glaube ich nicht. So, warte mal. Wie heißt ein Keifel? Pillowswine. Ja. Angenommen, der ist voll physisch defensiv. Was ja durchaus möglich ist. Dann macht Stone Edge 25 bis 29. Also, dass der Scald beim
Aber guck mal, das macht irgendwie keinen Sinn. Wenn du 0, wir diskutieren jetzt über Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn wir 0,7 mal 0,3 nehmen würden, um auszurechnen, wie hoch die Chance ist, dass Gold beim zweiten Mal burn. Das macht nicht so viel Sinn, weil dann wäre die Chance, dass Gold beim ersten Mal burnt, höher, als wenn, dass sie beim zweiten Mal burnt. Ja, wenn das beim zweiten Mal burnt, ist ja eigentlich 30%. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass einer von zweien burnt. Ach, keine Ahnung. Nee, 0,21 wäre nur die Wahrscheinlichkeit, dass der erste nicht burnt und der zweite burnt. Aber genau dieses Szenario. Nicht, dass einer von beiden burnt. Das ist halt ein Fünftel, das ist jetzt nicht so abwegig. Genau, mal zwei, müssen das Ganze nochmal mal zwei nehmen. Weil 0,7 mal 0,3 und 0,3 mal 0,7. Weil andersrum wäre es ja, dann haben wir 0,42 und dann haben wir die wahre Wahrscheinlichkeit. Also es war eine 40% Chance, dass sie uns burnen in zwei Scores. Mathe-Mann. Gut. Also eine 0,42. 42% Chance, dass sie uns burnen mit zwei Scores. Also dass einer von beiden dann burnt. Oh Mann, sie überlegen wirklich lange. Ja. Gut. Ja. Weg. Oh, wir treffen. Sehr gut. Hatte ich da kurz Angst. Nach dem Magma Storm verdient. Oh, warum haben wir denn so viele Mons, die einfach nur immer mit Attacken haben, die so eine gewisse Trefferwahrscheinlichkeit haben? Kennst du einen Rock-Type-Pokémon, der eine Rock-Attacke kann, die nicht daneben gehen kann? Oh, ja, es gibt jetzt ist die Frage. Wollen wir hier einfach Brimbat drücken? Was willst du drücken? Aerodactyl gegen Pillowswine, warte. Pillowswine kann uns mit Icicle Crash, wenn er Full Attack ist, nur mit einer 6% Chance One-Hit. Nur wenn er Full Attack ist, sonst nicht. Du meinst, und Icicle Crash muss treffen. Und mit zwei Ironheads wäre er tot. Bist du dir sicher? Ich glaube, die sind einfach voll Fist-Def. Und dann also vorausgesetzt, er ist Full HP. Wenn er Full Defense ist, dann warte, mit Toxic Spikes zusammen. 24% weg sind 76. Wäre eine 70% Chance zu Tour KO auf jeden Fall. Wenn da, selbst wenn er Full Fist Def ist. Krass. Warte mal, ich kalk jetzt nochmal. Ja, du hast recht. Wenn die Element Full Attack sind, haben die eine 6%. Was sagst du? Oder wir, rausgehen. Wir bleiben drin. Und vor allem, ich sag dir wieso. Richie? Krass. So, also, ich habe vorgeschlagen, dass wir Iron Head drücken, weil das fast ganz sicher ein Tour KO ist. Außer sie sind Full Fist Def. Dann ist es eine 70% Chance zu Twit KO nach Toxic Damage. Okay, ich bin der gleichen Meinung, denn ich sag dir wieso. Die werden jetzt zu 95% Tarnsteine legen. Ja. Und dann wechseln wir in Tarnsteine rein und dann killt uns Scissor immer und Tracky macht uns Millionen Schaden. Ja, also Ironhead, let's go. Jo, würde ich machen. Oh, Finch? Was? Nein, aber. Da guckt dir den Schaden an! Was ist da passiert? So, ja, jetzt nochmal, warte. Die sind voll offensiv. Ja, dann nochmal Iron Head oder nicht? Na, jetzt kann halt der Ice Shard kommen. Ja, aber was sollen wir denn dagegen tun? Wir gucken den Schaden an. Die sind, wie du schon gesagt hast, voll offensiv. Nee, sind sie nicht. Die sind voll offensiv, würde mehr Schaden machen. Die haben ja keinen Schaden gemacht, die haben ja nur Schaden gekriegt. Ja genau, also ich meine damit, wie viel hätten mehr Schaden gemacht, wenn sie nicht... Also die sind Full HP auf jeden Fall. Achso, ja. So. Full HP, aber wahrscheinlich dann kein Fist-Def, also entweder speziell defensiv oder sie sind Full Attack. Und wenn es schlimmstenfalls jetzt Full Attack Adamant wäre, dann würde der Eisschad 40% machen. Das ist nicht so viel. Also nehmen wir den raus und dann würde ich sagen, wir safen den, weil der schneller als Mien Shao ist. Ja. Cool. Ice Shard kommt, kann ich fließen. Ja, die waren Full Attack. Krass. Okay, Tarnsteine sind nicht so cool, aber es ist schon Zug 13. Es hat lange gedauert, bis die rausgekommen sind. Und ja, wir sind in einer sehr guten Position. Drei ihrer Mons sind tot. Ja. Wir haben noch alle sechs. Und wir wissen über alle Mons was. Tracking.
Scissor Mega kommt. Ja, kommt der Bullet Punch. Okay, ich würde sagen, wir sacken jetzt Heatran, oder? Ja. Also wir haben halt echt... Oder nicht. Nee, warte mal, ich glaube, das ist nicht so geil. Warum? Weil wir den dann nicht so gut... Ja, oder wir sacken Electros, weil der ist useless. Electros ist useless. Aber nicht, dass die jetzt Schwerttanz drücken. Aber selbst dann... Also wenn wir jetzt... Wenn jetzt Schwerttanz... Ja, oder wir... Aero sacken würde ich halt nicht, aber Firefang würde den jetzt wahrscheinlich auch töten, weil die Full Attack sind. Hm. Aber das ist zu obvious eigentlich, der... Ja, aber die müssen vor dem Firefang doch Angst haben. Deswegen ja, würde ich einmal... Drücken. Ja, deswegen würde ich sagen, entweder gehen wir jetzt in den Bullet Punch in Electros oder wir gehen in Heatran und versuchen den Burn zu fischen. Okay, ich würde sagen, wir sacken ihr Electros und gehen dann in Heatran. Okay. Weil selbst wenn die plus 4 gehen oder so, sollten wir eigentlich noch. Ja. Okay. Ihr Electros macht halt 0, nix noch. Okay. Ja. Können auch Pursuit machen, aber. Ach, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Welchen Geist würden sie denn damit trappen? Miss Mages. True. Unser Bemon, was gegen Despotter so ein gutes Matchup hat, dass es auf jeden Fall mitkommt. Nee, ja, wir können auch. Nein. Wir brauchen den auch für den Yenshao. Wir müssen es wenigstens versuchen. Wir können auch Firefang drücken. Aber dann haben wir ja nichts mehr für den Yenshao. Ich hab ein bisschen Angst, dass im Yenshao dann einfach alle Mons hintereinander. Okay. Ja, nee, das ist zu wichtig noch. Lieber kriegen sie jetzt durch YouTube Momentum oder irgendwie sowas, als dass wir jetzt unser Aero verlieren. Sie überlegen zumindest. Ja. Also ich glaube, im Yenshao kriegen wir noch gehandelt mit Rabigator, wenn wir einfach 100 Mal mit Bedroher reinwechseln oder so. Guck mal, ich bin da auch der Meinung, wenn wir jetzt irgendwie unser Omod nochmal reinbekommen. Gegen Fwacky zum Beispiel. Dann können wir Tailwind drücken. Dann können wir Tailwind drücken und dann ist es, glaube ich, GG. Das wäre schon echt Killer. Ich meine, die haben halt noch viele Prios. Das könnte Machomai halt noch ein bisschen. Ja, das stimmt. Okay. Aber die Prios sollten Matchamp jetzt nicht töten. Eigentlich nicht. Was überlegen noch? Heute Abend kommt noch DFB-Pokal. Darauf habe ich Bock. Ja. Guckst du auch, oder? Nee, ich habe tatsächlich schon andere Pläne. Nämlich Bachelor, habe ich vorhin angesprochen. Ah, nice. Okay. Stimmt. So, jetzt Bullet Punch haben sie gedrückt. Dann Heatran, let's go, oder? Die könnten halt echt schneller sein, aber die wissen ja nicht, dass wir langsamer sind, oder? Ja, okay. Aber es ist echt ein bisschen... Ja, Heatran. Aber ich kann halt echt sein, dass sie schneller sind. Dann haben wir immer eine Chance, die zu burnen. Ja, dann merkt man es da anders. Es sind halt alles Rolls. Wer weiß, was die rausgekriegt haben. Aber wer spielt denn Scissor mit viel Init? Wenn man Bullet Punch spielt. Ja, Tracking. Da kommt Fwacky. Wir haben sogar zwei Chancen. Und ja, trifft. Wir nehmen die erste. Cool. Und wir kriegen nochmal HP. Mir ein Schau kommen. So, was sacken wir jetzt? Ja, Omod. Jo. Omod hätte nur gegen Fwacky jetzt noch Tailwind rausbekommen. Ja, dann gehe ich gleich in Omod. Ja. Dann machen wir gar nicht lange Faxen hier, ne? Oh, Heatran macht gut Work. So, wir können schon mal festhalten, wir sind nicht davon ausgegangen, aber es ist kein 6-0 zum Auftakt. Ja. Minchao, YouTube würde 10%, habe ja 15% gemacht gehabt. Und dann würde es so mega mit Full Attack
40% machen. Das heißt, wenn die jetzt U-Turn into Sissu gehen, würden wir Sissus Attacke sogar noch überleben. Krass. Sub. Zum Glück haben wir sie gepoisen. Das ist trotzdem nicht gut, oder? Gut ist es nicht. Aber wir könnten sie jetzt. Aber warte, wenn die Sub-U-Turn sind, haben sie überhaupt eine Rock-Attacke? Ist jetzt die Frage. Wir könnten jetzt einmal roosten, um zu schauen. Die könnten auch. Baton Pass Sub ist, glaube ich, erlaubt, oder? Baton Pass? Also, nee, oder? Ach, Quatsch. Als ob das erlaubt ist. Ich weiß es nicht. Warte. Gibt's irgendwie ein Regelblatt? Regelwerk. Ja, doch, es ist erlaubt. Es dürfen keine Statusveränderungen weitergegeben werden, aber. Ja, aber spielen die dann ein Live-Opset, wenn sie Baton Pass sind? Wo soll ich das wissen? Nein, als ob. Okay. Wir können auch erstmal Tailwind gehen und dann roosten, weil wir sind danach eh schneller. Also, ich sehe gerade. U-Turn macht 29 bis 35, das heißt, wir breaken den Sub sogar. Gut, dass wir. Ich würde aber erstmal auf. Ja, ich würde erstmal auf Tailwind gehen. Oder nicht? Tja, gute Frage. Mit Tailwind haben wir halt immer die Möglichkeit. Dann sind wir halt schneller und müssen dann raus U-Turn und irgendwas. Ich glaube, ich würde. Ja, und dann kann. Ich würd, ja, dann sind wir schneller, können dann raus U-Turn. Achso, du meinst wegen dem Schaden. Dann stirbt halt erstmal was. Ja, aber willst du jetzt U-Turn gleich oder willst du erstmal roosten? Ich würde gleich U-Turn und dann in Aero gehen, oder? Der sollte ihn doch mit Ironhead dann einfach rausnehmen. Oder mit Firefang sogar. Weil der kriegt noch 12% Live-Orb und. Ja, okay. Okay, die könnten auch Bulk abdrücken, aber. Was ist das? Nein, es ist. Das wird kein Setup sein, weil Live-Orb U-Turn. Die haben dann nicht genug Moves. Ja. Und vor allem, wer spielt auf einem Setup Mon U-Turn? Also klar kann man das machen, aber mit Sub auch noch? Nee. Ja, ist recht. Okay, ich drück U-Turn. Ja. Knock-off. Das ist nicht gut, aber es könnte schlimmer sein. Ja. Okay. Und jetzt? Jetzt Aero. Aero und Firefang und dann stirbt Scissor oder Mian Shao. Ja. Cool. Gut. Takeout haben die keinen Platz für. Das macht ja keinen jetzt. Sinn mehr. Ja, warte, ich will nur kurz gucken, ob mir schon wirklich an Firefang, ja, stirbt er. Firefang macht 58. Ich ist 69, ja. Durch Firefang. Okay, vielleicht wechseln sie raus. Das wäre cool. Das wird gut. Ja, ich glaube aber auch, dass sie rauswechseln. Ja, ich meine, die könnte ich dann wieder hochheilen mit Mian Shao. Ja. Ja, der Knockoff. Ja, vielleicht wäre Tailwind. Ja, ich weiß nicht, ob Tailwind der Play gewesen wäre. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben das schon gut gemacht so. Ja. Wir hätten auch ewig mit Omot drinnen bleiben können. Ja, das war ja mein erster Gedanke, ja. Mit Roosten. Ich war irgendwie sehr davon überzeugt, dass die Steinkante haben. Ja, ich war mir ziemlich sicher, dass sie es nicht hatten, weil sie Turn 1 so rausgestingert sind. Und als ich dann Sub gesehen habe, dachte ich mir so, wo sollen die jetzt hier noch Platz für eine Steinattacke haben? Ist richtig. Aber man weiß ja nie. Das ist ja das Schöne an Draft League. Man kennt die Leute kaum. Man sieht immer überraschende Sachen. Und gegen Scissor können wir dann in Heatran gehen. Also wenn Scissor reinkommt, dann würde ich Aero einfach sterben lassen. Und dann würde ich in Heatran wechseln. Entweder sind wir schneller und treffen oder wir sind schneller und treffen nicht und kriegen vielleicht trotzdem einen Burn auf den. Aber der kann ja eigentlich nicht Sword Dance sein. Das macht keinen Sinn, weil dann fehlt entweder der Ruheort oder der Kraftkoloss. Und wenn Kraftkoloss fehlt, dann haben die keine Attacke gegen Heatran und Heatran ist unser Esmon. Dass der mitkommt, ist schon recht wahrscheinlich. Ja. Oh, es ist aufregend und
muss mich abreagieren. Also irgendeiner stirbt jetzt und es ist mir ja, Shane. So. Wir können jetzt rauswechseln, aber das bringt uns nichts. Es bringt uns nichts. Nee. Einfach Firefang, oder? Ja, warte. Ich würde jetzt ganz kurz abwarten, um Psycho Man Games zu machen und dann einfach auf Firefang klicken. Okay, also wir riskieren nur unnötig Heat, wenn wir den jetzt reinschmeißen. Ja, genau. Ich drück mal. Und wenn das schief geht, gehen wir in Rabigator, wechseln dann raus in Omor, zecken den, gehen nochmal in Rabigator, kriegen dann zweimal Bedroher drauf. Ja. Und hoffentlich, ja, den müssen wir eigentlich trotzdem irgendwie gehandelt haben. Ja. So, was gedrückt? Die müssen Bullet Punch drücken. Wir haben auch noch, also wir können danach einfach safe in mit Champ gehen und Fire Punch drücken. Das ist auch, killt auch ganz hier. Echt? Okay, dann ist ja noch besser. Und der kann uns mit keiner Attacke dieser Welt one-hitten mit, auf Machamp. Aber wir haben noch nicht den Guts-Boost. Stimmt. Ohne Guts-Boost macht das 80-90%, wenn sie Full HP sind. Und wenn sie wirklich Speed spielen, dann ist es aber auch ein One-Hit. Also wenn sie kein MHP-Investment spielen, ist es auch ein One-Hit. Wenn du wüsstest, wie dringend ich inzwischen auf Toilette muss. Es ist halt schade, dass ich nicht sehen kann, wie viel Bulk oder Speed die haben. Es ist krass, dass sie so lange überlegen. Ich finde... Ja. Okay, ja, da kommt er. So. Good. Heatran dennoch? Oder Bullet Punch killt uns halt nicht mal. Ja, würde ich machen. Und wir haben eine Chance, die zu verbrennen. Ja. Selbst wenn alles schief geht, haben wir den Flame Body. Und wenn wir spielen nicht auf Differenz. Wir spielen nicht auf Differenz, wir spielen auf Sieg. Also los, ja, Heatran. Okay. Ich glaube, die sind schneller. Aber das, dann wissen wir es. Ja. Dann Magma Storm. Magma Storm, it is. Bullet Punch macht nie im Leben genug Schaden. Das macht vielleicht 7%. Das ist vierfach resisted. Ja, nice! Gut. GG! Oh. Ich hatte damit so eine Angst vor dem Matchup. Und wir haben das doch so souverän runtergespielt. Benji, ich bin richtig stolz auf uns. Ja, ich bin auch stolz auf uns, Richie. Wir haben wieder gewonnen. Erster Spieltag. Nice! Gegen die Hyper Freaks, die ja tatsächlich den höchstbewertesten Kader hatten in dem Kader-Rating. Deswegen krass. Nice gelaufen. Ich freue mich, dass Electros so viel Work gemacht hat. Ich freue mich, dass Ero so viel Work gemacht hat. Und ich freue mich, dass unser Fist-Step-O-Mod was gemacht hat in diesem Game. Und dass wir unsere Magma Storms getroffen haben, bis auf ein. Also, dann würde ich sagen, hast du noch was zu sagen? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also, GG an die Handball-Freaks. Und der Kanal von Mauri auf jeden Fall ist verlinkt. Er macht auch YouTube. Schaut unbedingt mal bei ihm vorbei. Bei Willi weiß ich nicht, haben die zusammen einen Kanal oder hat Willi auch einen Kanal? Ah, so weiß ich gerade gar nicht genau, ich glaube nur Mauri. Okay, wie auch immer, schaut in die Videobeschreibung, dann klickt auf Handballfreaks oder Mauri und dann schaut gerne den Kampf aus deren Sicht. Genau. Gut. Haut rein, Leute. Haut rein. Ciao.